Brauers. Mal sehen. Aber ich denke mal, solange ich da noch keinen qualitativen Ersatz für habe, wird auch Röhl Brauers erstmal auf der Bank schmoren, die Santo. Gute Stuntschüsse sind noch nicht so berauschend. Können natürlich noch werden. Die Santo. Hacke Trick. Schade. Kruse. Kruse. Max. Max. Kruse. Einmal anticken. Die Santo. Warum nimmst du den nicht früher an, Junge? Verstehe ich nicht. Oh Mann. Come on. Alter. Krasses Foul von Franco Di Santo. So ein richtiger Rüpel. Das ist so ein richtiger Treter, so ein richtiger Chancenauslasser. Ich habe da keinerlei Beschreibung für. Keine Ahnung, warum ich überhaupt schieße. Macht sowieso keinen Sinn. Naja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt. Wie viele Punkte habe ich jetzt? 6? 9? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, wir sind den Pokal da relativ schnell durch. Weil ich denke mal, ihr wollt ja auch etwas interessanteren Content sehen. So, komm. Die Santo. Muss man ja schon so sagen. Die Santo. Hazard. Bicacic. Brauchers, der steht sehr weit hinten. Stieber steht schon sehr weit hinten. Hilbert, der macht man lang. Aber wir könnten eigentlich mal lange Bälle einstellen. Wir lassen die einfach kommen. Und irgendeiner haut dann das Ding 10.000 Trilliarden Meter nach vorne. Und die Santo macht einfach nur noch Butz, Butz und Butz. Und dann passt es. Ist doch voll der Plan, oder nicht? Jäger, die Santo, die Santo, die Santo. Warum können die nicht aus der Distanz schießen? Was ist da los? Schön Schonungsgang hier fahren, nicht mehr viel anbrennen hier anbrennen lassen, meine Güte. Ach komm schon. So, ich denke mal Stream. Ach Stream, sag ich schon. Aufnehmen kann ich jetzt auf jeden Fall noch ein ganzes Stückchen. Und zwar ja. Stunde 40 Minuten geht auf jeden Fall jetzt noch, weil dann läuft Football und das will ich mir sehr, sehr gerne angucken. So. Johannes Geis. Geis! Und da ist die Santo und der nutzt seine Chance nicht. La 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 la, die Santo. Kruse! Toll, der hat sogar mal Volley genommen. Oh, ich muss mir eben hier ein bisschen anders hinsetzen. Ein bisschen gemütlicher hier mal machen. Macht ja nur Sinn. Hazard. Macht auch nochmal einen langen Ball hier. Auf Max Kruse. Max Kruse. Immer noch dieser Max Kruse. Kruse, Kruse, Kruse. Und da ist die Santo! Hauptsache hier Flugeinlagen. Nächster langer Ball. Die Santo wieder nicht dran. Kirchhoff! Ui. Schlenzer mal. Oh, shit. Alter, schöner Schlenzer. Der war ja mal sauknapp. Also, Max Kruse. Max Kruse. Kruse, 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 Kruse. Die Santo genau auf dem Mann. Und es gibt auch noch Eckball. Naja. Oi. Hazard. Hazard. Da passt er auf, Ball geklärt. Bicacic. Macht ihn lang. Wer ist das, Hilbert? Ne, Kolasinac. Oje. So, Kolasinac, jetzt hau ab hier. Verpiss dich wieder auf deine linke Seite. Die ist nämlich offen. Oje. Komm. Wutz. So, komm. Oh, Alter, ich muss aufpassen, nicht, dass der Di Santo sich jetzt hier verletzt. Das wäre mehr als kontraproduktiv. Und ich darf hier jetzt einen Agirexte bringen. Möchte ich jetzt eigentlich nicht. So, Stieber. Also Stieber gefällt mir gar nicht.
Bis jetzt zumindest noch nicht. Wir werden auf jeden Fall den Pokal testen und dann werden wir uns, denke ich mal, schon um die ersten Updates kümmern. Unter anderem wird's. Oh, Alter! Die Kniescheiben. Ah! Werden wir uns um einen neuen Abwehrmann kümmern. Wir werden uns um neues linkes Mittelfeld kümmern. Und dann mal gucken, was als nächstes so anfällt als Baustelle. Und was wir uns überhaupt leisten können. Das ist natürlich auch noch die Frage. Ohne Moos ist hier nichts los, ne? Die Santo. Die Santo. Einfach mal chippen. Einfach mal chippen. Einfach mal chippen. Alter! Junge! Einfach mal chippen. Einfach mal chippen. Guck dir das an, der Ball bewegt sich fast gar nicht. Junge. Alter, die Santos, was geht denn ab? So, Kirchhoff. Auf Geis. Geis, der da. Geis chippt mal. Komm, Hackentrick. Oh. Kommt. Oh je. Schön, Kirchhoff. Kirchhoff gefällt mir gut. Ist kopfballstark. Macht viel mit nach hinten. Und das war's mit diesem Spiel. So, jetzt werde ich gleich immer die Trikotnummern umändern. Bester Mann auf dem Feld war wahrscheinlich der Torwart. Ja, der Luxe, der hat verdammt viel gehalten. Den Rest konnte es natürlich alles knicken. Bei uns das Schlechteste auf dem Platz war auch der Torwart. Gut, der hat halt sich nicht zeigen können, aber ich zähle da mal Röhl, Brauers und Roberto Hilbert so ein bisschen mit auf einer Stufe. Weil ich denke mal, diese 0,1 machen den Braten auch nicht fett. Neuer EASFC Münzboost 1000. Gut, dann können wir uns doch gleich schon einen unserer Stamm-Innenverteidiger holen. Wenn nicht sogar schon einen Fährmann? Eine Inform? Wer weiß. Ja, 4 Spiele noch übrig, bis mein Münzboost wieder abläuft. Nice one. Okay, da braucht schon der Kirchhoff wieder seinen Vertrag hier. Das hier ist auch neu, das finde ich auch noch komisch. 2 Spiele, 10 Spiele. So, ich hoffe mal, dass ich mit meinen Verträgen, die ich bis jetzt so habe, alle auch auskomme. Aktionen, ne Moment, Mannschaft war das, ne? War das Trikotnummern? Ha, cool. So, die 1 ist okay, die 6 kriegt der Kolasinac. Bicakcic mit der 5, ne gar nicht, die 5 belongs to Mr. Johannes Geis. Bicakcic kriegt die 23 mal, habe ich gerade so beschlossen, der braucht es die 4. Roberto Hilbert kriegt man die 18, wo ist er? So, Franco Di Santo die 9. Max Kruse. Ja, die 7 gibt er ab, aber er kriegt erstmal die 10. Die 7 belongs to Mr. Hazard. 14 ist okay, 13 ist okay. Polanski und Castro. Juckt mich relativ wenig. Gut, dann wollen wir natürlich jetzt direkt ins nächste Spielchen gehen. 9 Punkte. 2 Spiele müssten wir dann noch machen, bis wir das gesamte Ding hier mal dann gewonnen haben. Und ich habe jetzt nicht geguckt, ob es dafür jetzt ein Set gab. Ist jetzt auch egal. Das ist auch wieder so eine Bobby-Mannschaft hier. Die sollten wir dann doch auch eigentlich wegklatschen. Also wieder easy game hier. Aha, okay. Ja, lauf aus dem Bild. Ich habe nicht mal geguckt, worum geht's. Spieler bewegen. So, okay. Keine Ahnung, mich jucken diese Spieler einfach irgendwie so gar nicht. Kruse. So, jetzt alles hier mit neuen Nummern. Jetzt sieht das auch gleich anders aus. So, Soltan Schieber. Oh. Boah. Stieber. Okay, die Flanke war nice. Das muss ich ihm lassen. Die Flanke war nice. Also ich glaube, ich werde bei den Außenspielern auch echt auf die Flankenwerte gucken. Weil der war nice. Schieß. Oh je. So, komm.
Chance für den Torhüter. Hazard, Burnquist, die haben alle Namen. Warum bist du mir da vorbei, noch mal so eben da die den Stoll noch ins Bein rammen. Boah, Kirchhoff. Wer sind die 23? Ach ja, Bicakcic. Der sieht so ein bisschen komisch aus, finde ich, bei FIFA. Den habe ich irgendwie da gerade gar nicht erkennen können. Okay, scheint es aber hier mit einem etwas schwierigeren Gegner zu tun zu haben. Anscheinend wird es jetzt doch gar nicht mal so einfach. Die rennen doch jetzt hier ganz gut gegen an. Baumann. Safe. Weiter geht's. Okay, der Abwurf war natürlich jetzt großes Dreck. Kruse. Aber das System gefällt mir so. Ich meine, mit einem Stürmer und einem sozusagen hängende Spitze oder auch OM. Gefällt mir richtig gut. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Den größeren Stürmer halt nach vorne, den kleineren dahinter, dass der einfach immer hinterläuft und dass der größere Stürmer in dem Fall so ein bisschen Leute auf sich zieht. Die Santos ist so ein bisschen so eine Vereinigung von beiden. Er ist relativ, ja, ich glaube, was hat er an Pace? Ich glaube, der hat 67 Pace? Nee, keine Ahnung. Der hat keine Ahnung, wie viel Pace er hat. Egal, Kirchhoffs Schuss! Ohne Probleme. Gut, können wir gleich nochmal eben kurz gucken, wie viel Pace dann Franco Di Santo hat. Aber er ist gar nicht mal so langsam. Und eignet sich daher eigentlich schon so gut als so eine Allround-Lösung. Da ist er schon wieder. Oh nee, bitte nicht verletzen. Dankeschön und den Fisch! Oh Mann, oh Mann. 2:0 für Rot-Weiß Trinkbach. Let's go. Next one. Keep pushing. Keep pitching. Außenspieler bin ich mir auch noch überhaupt nicht sicher, wen ich da nehme. Ich meine, klar, Reus. Dann haben wir noch Schürrle. Es gibt noch Draxler. Es gibt Ribéry, Douglas Costa. Die Auswahl ist groß. Aber wer es dann letzten Endes dann doch wird, ist nochmal was ganz anderes. Di Santo! Nice. Deswegen, da muss ich echt nochmal gucken. Also da bin ich mir noch richtig unsicher. Aber ich denke mal, ein Robben, ein Ribéry wird, denke ich mal, nicht zu erreichen sein. Ein Reus sehr, sehr spät, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, Götze, ob Götze OM ist oder was Götze für eine Position im Ultimate Team hat. Ihn könnte ich mir natürlich dann auch als Zugspitze vorstellen, wenn er LM ist. Auch auf dem Flügel. Oder Draxler. Ich weiß es echt noch nicht, wen ich mir da noch hinstellen werde. Wir werden auf jeden Fall mal gucken. So, Baumann, let's go. Di Santo. Stieber. Soltan. Kann ich einen Torwart austricksen? Schaffe ich das? Nö. Bin ich zu doof für. Oje. Na gut, aber egal, wir führen 2:0. Der Gegner hat eigentlich schon relativ keinen Bock mehr. Das heißt Gegner, ne? PC, CPU, wie auch immer. Brauers! Das Einzige, was Röhl Brauers hat, ist Masse. Das ist das Einzige. Viktorsson. Viktorsson! Oh. Baumann! Without any reflex. Ja, ihn werden wir irgendwann auch ersetzen. Natürlich, wie ich schon gesagt, durch Ralf Fährmann. Vorne im Sturm, Aubameyang oder Lewandowski wären noch ganz schön. Defensiv bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ob ich da eine Kombination aus Gündogan und... Gündogan und... Ja, da geht's schon los. Gündogan und wen? Also mit Gündogan war ich eigentlich immer sehr zufrieden. Einfach auch, weil seine Werte an sich eigentlich auch so relativ gut passten und er halt auch nochmal so ein bisschen ja, Schwung nach vorne mitgenommen hat. Frage ist nur, wen stellst du dann ins DM? Ich kann einen Geist dahin stellen, aber dann fehlt mir halt der reine Defensive. Ich kann den Kirchhoff dahin stellen, aber ich möchte ja ein Goldteam haben und da ist Baumann. Der muss sich jetzt hier direkt mal profilieren. Und hat er gut gemacht. Hätte ich jetzt nicht so von ihm gedacht. Da war doch gerade ein bisschen Verwirrung mit drin. Wie gesagt, wir müssen das alles erstmal durchexerzieren. Ich werde mir auf jeden Fall die Spieler dann kaufen. Ich werde sie testen. Wenn sie mir nicht
absolut nicht gefallen und ich sie auch absolut nicht spielen kann, fliegen die natürlich wieder auf den Transfermarkt. Ist natürlich